Hallo, grüße euch. Paraguay Live, das heutige Thema, viele Fragen von euch bezüglich des Ausbaus in Paraguay. So, ihr seht wieder die Baugrundstücke in Piribebuy. So, gegen die Sonne möchte ich da halt nicht zu stark. So, es ist windig, aber hoffentlich könnt ihr mich hören. So, auf Wunsch des Kunden und auch aus technischen Gründen haben wir das Haus, könnt ihr euch erinnern, beziehungsweise das Grundstück aufgefüllt. So, und hier nochmal könnt ihr das Ergebnis sehen, sorry. So, das Grundstück wurde jetzt zum Teil aufgefüllt. Das könnt ihr sehen, so sieht es bei uns auch Sichtmauerwerk aus. So. Und da halt hinten die schöne Aussicht. Und da seht ihr das nächste Haus, worüber ich schon berichtet habe. So, wegen der Hanglage wurde das Grundstück jetzt zum Teil im hinteren Bereich, wie man es erkennen kann, aufgefüllt. Kommt jetzt oben noch der Zaun. Dahinter sieht man das Haus und den kurzen Anriss des Swimmingpools. Das wird von uns dann alles schlüsselfertig gemacht. So, da werden die Arbeiten so, das ist hier, wie der Name auch sagt, Piribebuy, also leichte Brise, die man auch hören kann. So, das Grundstück wird hier komplett aufgefüllt. So, dass nachher natürlich das Haus in meinen Augen auch viel schöner aussehen wird. Ja, noch mal ganz kurz. Die Fenster, Blindecks, so extra. Extra verspiegelt. Das sieht man ganz genau hinter mir. So, und da, wie gesagt, wird das Grundstück komplett aufgefüllt. Und da die Top-Aussicht. Ganz kurz hier nochmal die Giebelseite. So sieht das bei uns aus. Und hier nochmal die andere Seite. Das sieht man besonders schön. Die verspiegelten Fenster. Also wirklich eine tolle Sache. Es kostet auch nicht so viel extra. Aber ich finde, es ist sehr gut, weil man halt von außen nichts sehen kann. Und von innen sieht man auf jeden Fall alles. So, so ist die Aussicht hier aus dem Fenster von innen. Im hinteren Bereich wird noch alles aufgefüllt und dann natürlich der Zaun
mit Maschendrahtzaun fertig gemacht. So, da sieht man schon die Fliesen, die jetzt gerade verlegt werden. Extra auch, wie gesagt, vom Kunden, von den Kunden ausgewählt. Das ist natürlich jetzt schmutzig und wird es nachher sauber gemacht. Und hier der Blick nochmal aus dem Fenster. Wie man sieht, von außen sieht man nichts und von innen sieht man alles. Sehr gute Lösung. Also Hausbau in Paraguay ist so eine Sache. Wir machen es schon seit mehreren Jahren und haben wir natürlich Erfahrung in dieser Sache. Falls ihr noch Fragen habt bezüglich Hausbau in Paraguay, könnt ihr euch gerne an uns wenden, an mich persönlich. Unten wie immer gebe ich euch die Adresse und die Kontaktdaten. So, also Hausbau in Paraguay. Man kann es natürlich selbst machen, das ich natürlich so oder so abrate. Man kann es natürlich mit Fachfirmen oder mit Baufirmen machen. Das empfehlen wir so oder so, natürlich auch Paraguay Live Team, der auch gerne zu eurer Verfügung steht. Und man kann natürlich auch extra einen Architekten nehmen. Das wäre auch kein Problem. Man bezahlt halt nur etwas mehr. Und so machen wir alles inklusive Grundstück, verkaufen Grundstücke inklusive schlüsselfertigen Häuser. Da habt ihr auf jeden Fall die Sicherheit, dass alles nach paraguayischen Normen bestens funktioniert und habt ihr weder Probleme mit dem Grundstück, mit dem Baugrundstück, sprich den Eigentumsnachweis, beziehungsweise auch mit dem Bau selbst. Da sind wir und unsere Fachleute dazu da, dass ihr natürlich später einziehen könnt und keine Probleme habt. Also auf jeden Fall, es lohnt sich, bleibt dran und wenn Fragen, einfach mal anrufen, das Video teilen, bitte nicht vergessen. Ich gebe weitere empfehlenswerte Video, wie immer, auf der linken Seite. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.